Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beschäftigen uns in diesem Landtag sehr häufig mit dem Thema Rechtsextremismus, und das ist auch sehr notwendig, auch wenn es an Herrn Hohmeier zurzeit nicht zu interessieren scheint. Ich glaube, wir haben seit 1990 ein großes Problem mit dem Thema Rechtsextremismus. Die Ergebnisse und die Antworten auf die große Anfrage der Koalitionsfraktionen durch die Landesregierung zeigen, dass wir in der Tat ein verfestigtes Rechtsextremismusproblem im Land haben, dem wir uns intensiv widmen müssen und das vor allem eins braucht. Und ich glaube, das muss uns gerade an diesem Tag oder in diesen Tagen, in denen sich zum 80. Mal nicht nur der Tag von Potsdam, sondern auch der Tag der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz, mit dem Hitlers Diktatur begann, jährt, ganz bewusst sein, den Zusammenschluss aller Demokraten, auch das gemeinsame Vorgehen aller Demokraten. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch in diesem Landtag das manchmal etwas besser und etwas mehr leben könnten. Ich will darum, ehe ich auf einzelne Antworten der Landesregierung eingehe, ganz gern etwas sagen zu diesen beiden Gedenktagen. Den einen, den wir heute begehen, den anderen, den wir übermorgen begehen, nämlich den 80. Jahrestag des Tages von Potsdam, dessen Schatten heute immer noch über dieser Stadt liegt, was man auch an der kontroversen Debatte um den Wiederaufbau der Garnisonkirche miterleben kann, aber insbesondere auch der Rede von Otto Welz gegen das Ermächtigungsgesetz, der letzten Äußerung eines Demokraten in einem Parlament, bevor die Dunkelheit des Faschismus über dieses Land zog. Ich glaube, dass sie uns Lehren sein können, wenn wir heute gemeinsam gegen den Rechtsextremismus vorgehen können. Nämlich als erstes, dass wir alle als Brandenburger Politikerinnen und Politiker, glaube ich, eine große Verpflichtung haben, darauf aufmerksam zu machen, dass nicht erst seit 1989 einen Demokratieversuch oder Demokratie in diesem Land gibt, sondern dass wir auch in einer Tradition stehen, beispielsweise in der Tradition des demokratischen Preußens in der Weimarer Republik, das ein Bollwerk war gegen Extremismus, gegen den Faschismus. Und dafür steht beispielsweise ein Name, der vollständig in Vergessenheit geraten ist, Otto Braun. Jemand, der für Stabilität stand, der über Parteigrenzen hinweg versucht hat, Demokratie zu leben und Demokratie erst aufzubauen. Ich glaube, es ist ein Versäumnis von uns allen, dass wir seit 1989 es noch nicht geschafft haben, an die positiven demokratischen Traditionen, an die positiven Vorbilder zu erinnern, die helfen können, dass wir heute auch Demokratie stärken und stabilisieren und wir gemeinsam einen Widerstandsgeist entwickeln gegen vor allem rechtsextremistische Bestrebungen, die uns in Brandenburg bedrohen. Ich will gar nicht bestreiten, dass es auch linksextremistische Bestrebungen gibt, aber die weitaus größere Herausforderung in diesem Land ist der Rechtsextremismus. Und ich glaube, der Kollege Senfleben wird mir zumindest zustimmen. Sie haben ja bedauernswerterweise vor kurzem wieder an Ihrem Wahlkreisbüro einen Vorfall erleben müssen. Das ging auch anderen Kolleginnen und Kollegen so. Ich glaube, uns allen muss bewusst sein, dass wir gemeinsam, auch bei allen Unterschieden, die wir hier manchmal pflegen und manchmal auch etwas seltsam pflegen, diesem Parlament, gemeinsam gegen Rechtsextremisten zusammenstehen müssen und ihnen Widerstand entgegensetzen müssen. Und ich glaube, dass wir dadurch auch ganz symbolisch Beiträge leisten können. Mit der Einweihung des Otto-Braun-Platzes ganz in der Nähe unseres künftigen Sitzes als Parlaments haben wir, glaube ich, ein wichtiges Zeichen gesetzt. Leider waren nicht Vertreter aller Fraktionen anwesend, aber Vertreter aller Fraktionen werden über diesen Platz gehen müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht aus dieser Debatte heute auch die Idee erwächst, wo wir gemeinsam, soweit wir in Kommunalparlamenten tätig sind, nicht Überlegungen anstellen können, wie wir Demokraten, Widerständler, unabhängig, welches Parteibuch sie vor 1933 hatten, ehren können, indem wir Straßen, Plätze in diesem Land nach ihm benennen. Ich werde Ihnen gleich ein Beispiel nennen, was mir jetzt auch erst in den letzten Tagen bewusst geworden ist, dass es dort keine Ehrung gibt, nämlich Otto Welz. Otto Welz hat 1912 sein Reichstagsmandat in Karlau-Luckau gewonnen und hat es während der ganzen Zeit der Demokratie inne gehabt. Mir ist es nicht bekannt, dass in Karlau oder Luckau heute ein Platz, eine Schule an ihn erinnert. In Westdeutschland gibt es viele Straßen und Plätze, Schulen, die nach ihm benannt worden sind. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, gemeinsam darüber nachzudenken, ob wir Demokraten, Widerständler finden, die wir ehren können, weil wir damit Jugendlichen auch ein Vorbild geben. Wir haben vorhin bei unserer Gedenkveranstaltung an Otto Welz' Rede
eine Schülergruppe aus Fürstenwalde zu Gast gehabt, die sich gerade mit der Person beschäftigt. Wir alle, wenn wir mal genau hinschauen, stellen fest, dass es in vielen Kreisen, Städten Demokraten gab. Nicht nur Sozialdemokraten und Kommunisten, auch Zentrumspolitiker, Demokratische Volkspartei-Mitglieder, die Widerstand leisten, die abgerufen worden sind, die gelitten haben. Zu Zeiten der DDR ist ihrer nicht gedacht worden, sondern größtenteils nur der kommunistischen Widerständler. Vielleicht ist das eine Aufgabe, die wir gemeinsam anpacken können, um uns im Widerstand gegen Rechtsextremismus nicht nur beispielsweise in Verbotsdiskussionen zu verlieren. Denn ich gehöre, obwohl ich ein Anhänger des NPD-Verbots bin, zu denen, die sagen, wir brauchen eine Vielfalt von Tätigkeiten. Und ich glaube, wenn wir heute diese Tage zum Anlass nehmen, zu sagen, wir gemeinsam versprechen uns in die Hand, wir werden uns darum bemühen, an Demokraten der Weimarer Republik intensiver zu erinnern und ihr und damit auch ins Gedächtnis zu rufen, Demokratie hat schon eine längere Tradition hier in diesem Landstrich, dann, glaube ich, haben wir etwas Gutes geleistet. Lassen Sie mich zu einigen konkreten Erkenntnissen kommen, die die Große Anfrage noch einmal zutage gefördert hat. Ich habe vorhin gesagt, wir haben es mit einem verfestigten Rechtsextremismus zu tun. Das hat vielleicht den einen oder anderen doch überrascht, da wir ja keine rechtsextreme Partei mehr im Parlament haben. Aber ich finde, bestimmte andere Erkenntnisse, die die Landesregierung uns nicht nur regelmäßig im Verfassungsschutzbericht, sondern auch auf diese Große Anfrage mitgeteilt hat, sollten uns Sorgen machen. Zum Beispiel die Tatsache, dass es 25 Bands gibt in diesem Land, die Rechtsrock machen. Die treten zwar in diesem Land kaum auf, da ist unsere Polizei gut. Da ist auch der zivilgesellschaftliche Widerstand gut und verhindert solche Konzerte. Aber es gibt diese Bands, und zwar nicht erst seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr, sondern seit Beginn der 90er Jahre teilweise, die mittlerweile eine ganze Generation von Jugendlichen mit beeinflusst haben. Und das meine ich, wenn ich sage, hier hat sich etwas verfestigt. Das müssen wir im Blick haben. Und bloß weil eine rechtsextreme Partei gerade nicht im Parlament ist, haben wir trotzdem dieses Problem. Und ich glaube, wir müssen auch sehr ernst nehmen, was uns die Große Anfrage mitteilt, dass wir neue Phänomene haben. Über die Reichsbürger ist in letzter Zeit vielfach gesprochen worden. Das sind vielleicht 100 Personen in diesem Land, die aber schlicht und ergreifend eine Parallelwelt nicht nur in ihrem Kopf aufbauen, sondern sie auch versuchen, in der Wirklichkeit zu leben und tatsächlich in Gemeindevertretungen, Kommunalvertretungen, Kommunalverwaltungen riesige Probleme machen. Und ich glaube, dass man diesem Phänomen Einhalt gebieten muss. Da mag der eine oder andere sicherlich eher in ärztliche Behandlung gehören. Das mag ja durchaus sein. Nichtsdestotrotz ist das ein Phänomen, das sich ausbreitet in diesem Land, das wir sehr ernst beobachten müssen und wo wir auch deutlich Widerstand leisten müssen. Wir haben in den 90er Jahren zu oft den Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, wir schauen mal kurz weg, das ist demnächst vorbei, das hat jetzt was mit der Umbruchsperiode zu tun. Nein, hier verfestigt sich etwas, wir müssen das sehr ernst nehmen. Und wir müssen auch sehr ernst nehmen, dass es Intellektualisierungsbestrebungen im Rechtsextremismus gibt, im Umfeld des sogenannten Neonationalsozialismus. Und deshalb, das sage ich hier sehr deutlich, halte ich es für richtig, dass der Innenminister den Widerstand Südbrandenburg verboten hat. Das war im Vorfeld eine sehr umstrittene Aktion, auch ob das rechtlich möglich ist. Es war richtig und notwendig, weil sich dort eine Struktur etabliert hat, die neue, moderne Strukturen ausprobierte, ganz bewusst, um zu schauen, dass sie verboten entgeht. Dass der Innenminister die Courage hat, dieses Verbot durchzusetzen, war richtig und hat deren Ausbreitung eindeutig behindert. Und ich glaube, dass es genauso richtig ist, und da bin ich dann auch gleich beim Thema NPD-Verbot, dass es richtig war, die Freie Kameradschaft Tato Fleming zu verbieten. Und ich glaube, dass hier im Parlament auch niemand dem Verbot dieser beiden Organisationen, der Freien Kameradschaft Tato Fleming und des Widerstands Südbrandenburg, widersprechen wird. Und deshalb verstehe ich im Umkehrschluss nicht, dass wir offensichtlich es nicht schaffen, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln zum Verbot der NPD. Denn die NPD, das ist unbestritten, ist nach wie vor organisatorisch, auch bei uns im Bundesland, die stärkste rechtsextremistische Gruppe, die auch in Kommunalparlamenten tätig ist, die in Kooperation auch mit freien Nationalisten eine ernsthafte Bedrohung ist. Nun geht ja die Entscheidung der Bundesregierung, dieses NPD-Verbot von sich aus nicht anzustreben und den Bundesrat da ein bisschen allein dastehen zu lassen, offensichtlich auf die Entscheidung der FDP zurück. Und da hat der Bundesvorsitzende der FDP sich dann dazu verstiegen, den Satz zu sagen, der, ich glaube, aus, Na-
aus einer Situation, der zu wenig nachgedacht hat, entstanden ist, nämlich, dass man Dummheit nicht verbieten kann. Ja, wer will ihm da widersprechen? Aber ich glaube, dass die NPD nur mit Dummheit zu charakterisieren etwas zu kurz greift. Das ist Verharmlosung einer ernsthaften Gefahr für unsere Demokratie. Die NPD gehört nicht nur nicht zum Verfassungsbogen, sondern sie ist eine Partei, die schlicht und ergreifend den demokratischen Konsens nicht akzeptiert, die Demokratie abschaffen will. Und wer davon spricht, dass das nur Dummköpfe sind, sieht nicht, was für Auswirkungen die NPD als Background für ganz andere hat. Beispielsweise auch für das Umfeld der NSU. Wir wissen, dass aus den Unterstützerkreisen viele Leute kamen, die NPD-Karrieren hinter sich hatten, zum Teil herausgehobene Funktionäre waren. Die sind ja auch zwischenzeitlich festgenommen worden. Und ich glaube, wer vor dem Hintergrund dessen, dass wir es erstmal alle gemeinsam anerkennen müssen, dass wir einen Rechtsterrorismus in diesem Land haben, sagt, die NPD sei nur Dummheit, der verharmlost. Ich hoffe, dass Herr Rösler darüber nochmal nachdenkt und dass es unbedarf war, was er dort ausgesprochen hat. Ich glaube, das führt völlig in die falsche Richtung. Wir sollten da zu einer anderen Einschätzung kommen und sollten versuchen, dort einen Konsens herzustellen. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, Rechtsextremismus und Demokratie sind die Gegenpole in unserer Gesellschaft. Das sind die wesentlichen Gegenpole. Und wenn sich Demokratie nicht gemeinsam einigt ist, wie sie Rechtsextremismus bekämpfen sollen, werden sie Rechtsextremismus nicht bekämpfen können. Wir schaden uns als Gegner der Nationalsozialisten, der Neonationalsozialisten, der Rechtsextremisten gemeinsam. Deshalb würde ich mir heute wünschen, dass wir versuchen, eine sachliche Debatte zu führen, dass da auch noch ein wenig mehr Nachdenklichkeit einkehrt. Diese NPD braucht niemand. Sie schadet dem Ansehen unseres Landes. Sie ist eine Bedrohung für unsere Demokratie. Sie muss weg und das Verbot ist notwendig. Und deshalb halte ich es für richtig, dass die Landesregierung Brandenburg auch weiter im Bundesrat den Verbotsantrag aufrechterhält.